Ja, kick die Leute noch schön ins Feuer. Da ist kein Fulltimer, nichts direkt rein hier. Das ist bestimmt so wie der eine Boss aus dem anderen, aus dem ersten Raid. Ich weiß, kann ich nicht nach hinten stellen hier. Beachte deine Schritte. Was ist hier? Ach, sein Schwanz wahrscheinlich. Ja, ich bin im Raid. Ja, das ist hier eine Schlange. Beachte deine Schritte. Wie viele Bosse sind denn das überhaupt? 8 Stück insgesamt? Beachte deine Schritte. Ich meine, diesmal sind es auch nicht so viele, ne? Aber ja, der ist so wie der eine Boss aus dem Bossfight des Razagest. Der eine Typ, der diese Fläche gemacht hat mit der Erde. Der ist genauso aufgebaut, wenn man sich das so anschaut. Beachte deine Schritte. Das sind halt diese Flächen, die hier mit der Zeit zugehen. Ich denke, dass das irgendwann so sein wird, dass man da halt gar nichts mehr machen kann. Mal durchlaufen. Ja, ich weiß. Achso. Kann ich nicht saugen. Wird weg. War so vom Gefühl her, ist das nichts anderes wie der Boss. Ziel auf dich. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Bekomme ich da irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Schaden dann rein, ne? Aber sonst ist der eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Beachte deine Schritte. Und wo soll ich denn da was aufsaugen? Wo soll ich mich denn da reinstellen? Ah, okay, ich soll die Fläche aufsaugen. Okay. Schön, dass du das wieder witzig findest. Beachte deine Schritte. Hilf aufsaugen. Bitte.
Alter, macht ihr einen Damage gerade. Das war übel. Verfallt zu Staub. Ja, das ist ein Vibe. Beachte deine Schritte. Hilf aufsaugen. Vielleicht meinst du diese Fläche hier, die hier kommt. Nein, wir sind gefallen. Ich geh mal direkt aus dem Ufer raus. Meine Fresse, ey. Ich spiele was anderes zu Boon. Okay, man hat gerade irgendwo einen Fehler gemacht und jetzt ist das Schild nicht. Ich hab bei dem auch jetzt so ganz viel geblickt. Also er macht diese Fläche mit dem Dorn, da darfst du nicht rein, das ist klar. Den Rest habe ich dann nicht so ganz verstanden mit dem, was du meinst, mit dem Schild. Da darf ich halt nicht rein mit dem Dorn. Boah, den musst du halt ausweichen. Die Hirns müssten gekämpft werden, die werden dann gehalten in Heiland. Und die machen dann diese Gabe und damit wir diese Puppe bekommen. Nach und nach immer so ein bisschen kleiner hier. Das Inferno lodert in Phase 2. Aufsaugen.
deine Schritte. Hilf aufsaugen. Was auf dem Feuer entsteht. Rauslaufen. Nice.